Der Rest der Welt braucht nämlich gar keine Wasserstoffstrategie, weil es sichere, immer verfügbare und bezahlbare Kernenergie nutzt. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mit Ihrer nationalen Wasserstoffstrategie wollen Sie die viertgrößte Industrienation der Welt in Zukunft ausschließlich mit Wind, Sonne und Wasserstoff betreiben. Das ist mal wieder so innovativ, dass es außer dieser Ampelregierung kein anderes Land auf der Welt so macht. Sie wollen bis 2030 10 Gigawatt Wasserstoffkapazität in Deutschland erreichen. Die größte Wasserstofffabrik in Deutschland hat eine Kapazität von unter 10 Megawatt. Das heißt, Sie müssten in den nächsten 6 Jahren mindestens 1000 neue Wasserstofffabriken bauen. Also ab heute alle 2 Tage ein Werk. Das ist nicht innovativ, sondern ein völlig absurdes grünes Hirngespinst. Laut Ihrer Strategie sollen aber in Deutschland nur 30% der erforderlichen Wasserstoffmenge erzeugt werden. Und wo sollen die restlichen 70% herkommen? Aus Ländern wie Namibia. Was Sie hier vorschlagen, heißt, mit Strom Wasserstoff herstellen, diesen auf minus 252 Grad herunterkühlen, in Ammoniak umwandeln, mit Schweröltankern über 12.000 Kilometer nach Deutschland transportieren und dann in ein nicht existierendes Wasserstoffnetz einspeisen. Dabei gehen bis zu 75% der Energie verloren, die wir aber trotzdem bezahlen müssen. Und damit der Wasserstoff überhaupt dort ankommen kann, wo er hin soll, geht Ihre Strategie davon aus, dass es bis 2028, also in gerade mal 4 Jahren, 1.800 Kilometer Wasserstoffnetz allein in Deutschland geben soll und weitere 4.500 Kilometer in Europa. Ich frage Sie, wie viele Verträge haben Sie denn schon mit den Nachbarländern abgeschlossen? Die müssten doch heute schon vorliegen, wenn das überhaupt irgendwie funktionieren soll. Und jetzt wird ja auch klar, warum dieses Papier nationale Wasserstoffstrategie heißt, weil es ein nationaler Alleingang ist. Der Rest der Welt braucht nämlich gar keine Wasserstoffstrategie, weil es sichere, immer verfügbare und bezahlbare Kernenergie nutzt. Und nicht so wahnsinnig ist, ein Industrieland allein von Wind und Sonne abhängig zu machen, was ja der einzige Grund für dieses völlig irrsinnige Vorhaben ist. Kehren Sie zurück zur Kernenergie, dann können Sie sich nämlich Ihre ganze Wasserstoffstrategie sparen. Denn sie ist nichts anderes als eine Strategie, die Wohlstand und Arbeitsplätze vernichtet.